Jetzt habe ich vor mir stehen Daniel Dietz, Triple D oder auch der Dampfhammer genannt. Gekämpft hat er um den IBF und IBO Europameistertitel. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Daniel, wie fühlst du dich? Ja, also erstmal cool. 10 Runden, super Erfahrung, hat mich wieder ein gutes Stück weitergebracht. Hat mir auch gezeigt, ich kann über 10 Runden gehen. Also ich bin einfach nur happy, dass ich gewonnen habe. Ich wollte es gerade sagen, diesmal kein K.O. in der ersten oder zweiten Runde, sondern wirklich durchgeboxt. Wie fühlt sich das an? Ja, einfach nur geil. Also jetzt kommt eine richtig schöne Weihnachtszeit. Wir haben angezielt Top 100 dieses Jahr. Das haben wir damals geschafft. Und 2024 wird ein super Jahr für uns. Ich bin mal gespannt, was der Rainer da wieder aus dem Hut zaubert. Und jetzt heißt es einfach mal genießen und feiern. Genießen und chillen. Ganz kurz noch, was waren denn so die größten Herausforderungen bei dem Kampf? Ja, also erstmal nicht den K.O. zu wollen. Weil ich sag mal, wenn du 11-mal durch K.O. gewinnst, dann willst du auch 12-mal gewinnen. Aber ich habe in der dritten, vierten Runde gemerkt, okay, es soll nicht so sein. 6. Runde habe ich nochmal probiert, habe auch mal ein paar Mal gut mal getroffen, war da auch am Wackeln, habe dann aber gemerkt, okay, wieder rausnehmen. Und dann habe ich entschieden, okay, ich boxe ihn jetzt aus, nehme die 10 Runden mit. Und ich sage mal, nächstes Jahr werden wir noch einen Schritt weiter gehen, noch stärker Gegner angehen. Und da wird ein 10-Runden-Kampf einfach Standard sein. Du musst dich auf jeden Fall dann gut vorbereiten. Wie war denn die jetzige Vorbereitung auf den Kampf? Wie lief das denn? Also wir haben ja... Ich war ja bei Usyk im Sparingslager, das hat mir nochmal viel gegeben. Wir haben jetzt die letzten 3 Monate richtig intensiv gearbeitet. 20 Runden Bratzen, 12 Runden Sparring, 5 verschiedene Partner, also waren super vorbereitet. Und Peter Schmidt, mein Trainer, macht eine richtig gute Arbeit und ich bin einfach froh. Er ist einer der wenigen, durch den ich schaffe, den Sprung vom Kickboxen zum Boxen gemacht. Habe ich jetzt geschafft. Ich bin jetzt einfach ein Boxer und das ist einfach ein geiles Gefühl. Und gibt es denn jetzt schon so die ersten Kämpfe nächstes Jahr, die fix anstehen? Oder ja, gibt es die ersten Kämpfe, die schon anstehen? Also Kämpfe stehen noch keine an. Ich weiß auch noch nicht, was der Rainer ist ja the brain, der plant das alles immer selber, der wird dann kommen, dann machen wir das. Next steht wahrscheinlich an, Trainingslager Usyk wieder, ich bereite ihn dann vor gegen Tyson Fury. Und ja, jetzt heißt es einfach Weihnachten genießen und mal schauen. Da sind wir jetzt auch genau bei dem Thema. Es ist ja hier der Karlsruher Weihnachtszirkus. Weihnachten kommt, steht ja vor der Tür. Wie feierst du Weihnachten? Mit der Familie, ganz klein, klassisch. Ich habe ja einen Sohn bekommen und ja, erste Weihnachten zu fit. Ich freue mich riesig. Und wie ist es jetzt, wenn du nach Hause kommst? Dein Sohn und Frau warten schon? Die sind schon hier im Hotel. Wir fahren nachher auf die Afterparty, machen da ein bisschen für uns und einfach ein tolles Gefühl. Der ganze Stress abgefallen und einfach genießen. Dann wünschen wir dir auf jeden Fall eine tolle Weihnachtszeit und ja, wir sind schon ganz gespannt, was 2024 noch alles auf uns zukommt, wo wir dich sehen werden. Und nochmals herzlichen Glückwunsch, war echt ein Megakampf und vielen Dank fürs Interview. Vielen Dank, euch eine schöne Weihnachtszeit.